So, in diesem dritten Video schauen wir uns jetzt noch gemeinsam die Gestaltung mit Tabulator an. Jetzt ähnlich wie bei der Tabelle, das kennt ihr ja, wir machen eine Aufteilung hier tabellenförmig, nur einfach mit Hilfe des Tabulators. Diese Übung habe ich von Klick dich schlau, ebenfalls gratis Übungen. Schaut euch hier auch die Seite an, ich habe den Link auch auf die Padlet-Seite gepostet. Da könnt ihr dann noch alle möglichen Übungen durchspielen und seid hundertprozentig richtig vorbereitet für die Schularbeit. Okay, gut, das Erste, was wir jetzt machen, wir schauen uns zunächst mal an in diesem Video, wie wir die Tabulatoren einstellen können, wie wir sie verändern und wie wir sie löschen können. Ja? Euch wird sofort auffallen, auch hier wieder die Schriftart ist Areal. Bei mir oben ist dieses Mal Calibri eingestellt, das heißt, das müssen wir als Erstes noch verändern. Ich tippe mir das wieder ein. So, und die Zeilen darunter sind noch in Schriftgröße 11. So, jetzt sind wir schon ready to go. Wir können jetzt mit dem Tabulator beginnen. Ganz wichtig ist, ich habe bereits mit der Tabulator-Taste, das ist die links neben der Taste Q oder Q, habe ich bereits Tabulatorensprünge gemacht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt auf den Tabulator drücke, dann kommen diese Pfeile. Ich habe den nicht druckbaren Zeichen immer eingeschaltet, um zu sehen, wo liegt mein Fehler. Das heißt, überall sind die Sprünge bereits gemacht. Okay? So, ich war dieses Mal faul, ich habe schon alles vorgeschrieben. Gut, ich möchte jetzt die richtigen Tabulatoren setzen. Und ich beginne da immer ganz einfach, ich setze einfach immer die gleichen Tabulatoren. Ich wechsle hier links oben, da ist der Tabulator drinnen. Ihr müsst auf jeden Fall das Lineal eingeblendet haben, um mit dem Tabulator zu arbeiten. Habt ihr das nicht, dann müsst ihr unter Registerkarte Ansicht hier das Kontrollkästchen für Lineal aktivieren. So, bei mir ist es aber der Fall, das Lineal ist hier, sollte in der Schule auch bei euch standardmäßig bereits eingestellt sein. So, die Tabulatoren setzen ist ganz einfach. Ich beginne, indem ich einfach immer mal einen linksbündigen setze und den danach verändere. Ihr seht schon, ich habe hier einen rechtsbündigen Tabulator, hier eine vertikale Linie und das ist nochmal ein linksbündiger und das ist ein rechtsbündiger. Das mache ich jetzt einfach ganz schnell. Ich markiere mir den Bereich, setze jetzt den linksbündigen Tabulator, das ist jetzt ungefähr bei 5 Klick. Das heißt, das erste Mal springt das jetzt drüber. Den zweiten, den ich setzen muss, ist hier bei 9. Ich muss nur richtig setzen, genau. Und der dritte, den habe ich bei 15 gesetzt. Ihr seht schon, noch einmal ganz wichtig, ich habe gerade nur linksbündige Tabulatoren gesetzt. Die sind ja rechtsbündig und haben diese Füllzeichen. Das heißt, das muss ich noch verändern. Ich mache das einfach immer so, damit ich zunächst einmal die Aufteilung sehe und danach verändere ich die Tabulatoren, wie ich es brauche. Ja? In dem Fall mache ich den Tabulator, der linksbündig ist, nämlich der bei 5 und der bei 15, dass er rechtsbündig ist. Das geht über zwei Wege, schauen wir uns beide an. Entweder über das Dialogfenster für Absatz, das ist bei euch hier in diesem, da ist bei euch so ein Dialogpfeil. In meinem Fall am Mac ist es unter Format Absatz. Da komme ich in das Dialogfenster für Absatz und dann ist links unten die Schaltfläche für Tabstops. So, das heißt, das erste Mal verändere ich der Sprung auf die 5 cm, sprich von hier, von meinem linken Rand auf 5 cm. Der ist rechtsbündig, das heißt, ich markiere den, ich wähle den einmal aus. Sagt, er ist rechtsbündig und gebe dem Füllzeichen, nämlich in diesem Fall diese, die gepunktete Linie hier. Dann gibt es bei Windows die Schaltfläche für Festlegen. Mir reicht hier in dem Fall einfach auf OK zu drücken und jetzt sind wir schon richtig. Ja, wir haben einen rechtsbündigen Tabulator gemacht und wir haben die Füllzeichen gemacht. Das zweite mache ich jetzt über den Doppelklick, sprich nicht über das Dialogfenster für Absatz, sondern einfach der Doppelklick auf den Tabulator drauf. Jetzt bin ich ebenfalls in diesem Dialogfenster für Tabulator drinnen. Auch hier wieder, ich wähle den richtigen Tabulator aus. Das ist der letzte, sprich der auf 15. Der soll rechts sein und soll ein Füllzeichen bekommen. Okay, gut, fertig. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt müssen wir noch ein paar schöner Wohnenarbeiten machen. Sprich, wir müssen noch dafür sorgen, dass in der ersten Zeile die Linien wieder weg sind, sprich die Punkte weg sind. Dazu markiere ich mir nur die erste Zeile, gehe wieder in das Dialogfenster hinein. Ich habe jetzt da gerade einen Blödsinn gemacht. Da kann ich euch gleich zeigen, wie ich einen Tabulator wieder entfernen kann. Nämlich, indem ich den anklicke und runterziehe. Dann verschwindet der. Ich muss also richtig draufklicken, genau, doppelt drauf. Wähle mir jetzt wieder den bei 5 cm aus. Sage keine Füllzeichen. Okay. Und den zweiten, dafür ist nämlich die Taste Festlegen ganz praktisch, weil dann hätte ich nicht auf OK drücken müssen und noch einmal mit dem Doppelklick hinein. Ich wähle mir wieder 15 aus, sage keine. Und jetzt sind diese Füllzeichen wie unten auch verschwunden. So,
Der letzte Tabulator, den wir setzen, ist diese Linie hier, die vertikale Linie. Die würde natürlich auch über das Dialogfenster funktionieren. Wir setzen uns das aber ganz einfach, indem wir den Bereich markieren und wechseln links oben über diese Schaltfläche auf die vertikale Linie. Das ist jetzt ungefähr bei 7, ne? Circa bei 7, da 7,5. Loslassen und fertig. Alle Tabulatoren sind jetzt richtig gesetzt. Was mir jetzt noch fehlt, um mein Glück perfekt zu machen, ist noch, dass jetzt diese Zeile hier fett ist. Und ich habe hier ebenfalls fett, habe eine einfache Linie drunter, die ist noch doppelt von der Tabulatorübung. Sprich, ich wechsle hier noch eine einfache Linie. So. Und der Absatzabstand ist hier auch noch größer. Ja? Als kleine Wiederholung für euch, 6 Punkte. So. Jetzt schaut meine Tabelle mit Tabulator gestaltet genauso aus wie die unten. Versucht einfach diese Übung selbst zu Hause oder im Unterricht morgen am Montag. Ich bin mir sicher, dass ihr, wenn ihr das Video öfter euch anschaut und dazu Übungen macht, dass ihr auch den Tabulator recht einfach lösen werdet. Wie gesagt, ihr werdet ihn brauchen im Geschäftsbrief für zum Beispiel den Bezugszeichenblock.